da wollte ich Sie jetzt einfach mal so ein bisschen über Ihre Geschichte, über Ihre persönliche Geschichte, ja. Wann haben Sie entschlossen, Franziskaner zu werden? Wie war das? Können Sie das ein bisschen beschreiben? Ich bin in der Familie geboren, hier nahe Medjugorje. Und ich bin viertes Kind in der, von sechs Kindern. Und schon in der Elementarschule hatte ich schon ein wenig so Gedanken zu dieser Entscheidung, zu diesem Beruf. Und dann bin ich eingetreten, also habe ich ein Gymnasium gemacht in Dubrovnik bei den Jesuiten. Und danach bin ich eingetreten eigentlich bei den Franziskanern. Und war zunächst in Humac als Noviziat. Dann folgte ein Jahr der Philosophie und dann fast zwei Jahre vom Militärdienst. Und weiter Theologie in Sarajevo, in Graz. Und dann in Innsbruck auch, ja, in Schwaz. Innsbruck wurde geweiht. Dann bin ich gekommen nach Czaplina, das war für fünf Jahre, also das war 73. Fünf Jahre etwa geplant gewesen, bis 78. Dann bin ich nach Freiburg gegangen, zum Studium bis Frühling 82. Ich habe dort also gearbeitet, ein spezielles Thema, Umkehr als Prozess in der Erwachsenenbildung, Lehr- und Lernprozess. Also. Und dann bin ich nach Medjugorje gekommen, mit diesem, schon in Jänner 82, war erstes Mal hier und dann musste ich nochmal zur Promotion gehen und dann bin ich eigentlich hier ständig geblieben als Arbeiter, aber nicht immer wohnhaft hier. Eine Zeit in Mostar. Dort habe ich für die Studenten mit den Studenten gearbeitet und Seminare geleitet. Da damals noch 82, 83, noch weiter bis 90, also war ein kommunistisches System hier. Und dann hatte sie viele Probleme damit, dass ich mit der Jugend arbeite. Dann wurde ich versetzt von Mostar nach Medjugorje und dann immer wieder so an einer Pfarrei bei Mostar, nach Humac und dann wieder hier. Aber als Arbeit war ich eigentlich ständig in Medjugorje. Und inzwischen hat sich so ein wenig meine Arbeit herauskristallisiert. Es war keine Aufgabe gegeben, sondern einfach in der Situation, dass ich jetzt zum Beispiel Fastenseminare leite. Und viele Leute, die sich interessieren für das Fasten. Und dann reise ich ein wenig auch, so, weil die Leute einladen. Und natürlich über den Geist vielleicht von Medjugorje gebeten und so vielleicht ja, zu bringen. Und da spreche ich zu den Pilgern, leite hier die Gebetsstunden. Und inzwischen habe ich dann auch einige Bücher so geschrieben. Ich bin eigentlich von Natur aus kein Schreiber. Das ist so. Aber aus der Situation bedingt habe ich zuerst mal über das Gebet geschrieben, aber nicht theoretisch, sondern vielleicht mehr betend geschrieben. Oder das ist betet mit dem Herzen und dann. Viele haben Probleme hier gezeigt mit der Beichte. Dann habe ich ein kleines Büchlein geschrieben über Gib mir dein wundes Herz, also Beichte als Sakrament der inneren Heilung. Und dann Maria hat gesagt, dass man die Messe mit Herzen feiern soll. Dann habe ich ein wenig in diesem Sinne über die Messe geschrieben, feiert die Messe mit dem Herzen. Und dann Anbetung. Wollte Maria, dann habe ich gesagt, betet meinen Sohn mit dem Herzen, und dann in der Schule der Liebe, und folge mir mit dem Herzen, so wie den Pilger, der hierher kommt,
und keine Führung hat, dass er vielleicht mit dem Büchlein alles so hier mitmachen kann, dass er weiß, ja. Wenn ich ganz kurz das dann nochmal einhake, Sie haben gesagt, Sie sind 82 zum ersten Mal hier gewesen in Medjugorje. Wie war das für Sie? Waren Sie gleich überzeugt oder Sie sind ja auch studierter Psychologe? Wie war das für Sie? Haben Sie gleich geglaubt an die Erscheinung oder haben Sie auch erstmal das für sich selber überprüft oder wollten Sie dann nach Medjugorje hierher kommen, um hier zu arbeiten? Oder war das Zufall? Können Sie das mal beschreiben, wie das da passiert ist damals? Ich habe natürlich das Erste, was ich wollte die Seher sehen. Ein Franziskaner, der hier früher war, Pater Tomislav Lasch, ich war mit ihm in Čapin als Kaplan, ja. Also wir kannten uns gut und dann bin ich gekommen und ich habe mit den Sehern gesprochen. Und mein erster Eindruck war also, dass diese Seher eigentlich wirklich sich als diejenigen verhalten, die eine Botschaft übertragen. Aber das ist nicht ihre Botschaft und das ist auch nicht ihr Problem, ob daraus was wird oder nicht. So wie der, das ist dann auch bekannt, was der Massimo von der Erscheinung in La Salette gesagt hat. Immer hätte ihm gesagt, wie bist du eigentlich? Was ist das für ein Leben? Und du sagst, dass du Seher bist. Dann hätte der Massimo geantwortet, ja, ich bin ein Postträger. Öffne den Brief, schau nicht, wo der Postträger weitergeht, in dem Sinne. Also, die haben die Botschaft gegeben, aber waren nicht interessiert, zum Beispiel mich zu überzeugen, dass es wirklich so ist, dass wirklich die Maria sehen, sondern einfach erzählt, was ich gefragt habe. Und mein erster Eindruck war also, diese Gruppe von den Sehern eigentlich hat nichts mit dem Geschehen zu tun, in sich. Nur so übertragen, was weiter passiert, bei wem es passiert, bei wem nicht, das war nicht eigentlich ihr Problem. Und dann habe ich, das hat mich natürlich so interessiert. Dann eine zweite Sache war für mich interessant, zum Beispiel bei meiner Arbeit habe ich verschiedene Modelle, Erwachsenenbildungsmodelle untersucht, in Bezug auf einige so Sachen, zum Beispiel, welches Menschenbild haben diese Erwachsenenbildungsmodelle? Welche Menschen haben sie vor sich, denen sie etwas anbieten wollen? Wie Kursiger, wie Fokular, wie charismatische Bewegung, wie Schönstadtbewegung und weiß nicht, verschiedene andere. Ne? Und dann, aus diesem Bild, wollte ich sehen, was sind dann die Hauptbedürfnisse des Menschen, auf die sie dann Antwort geben. Und dann biblisches Bild von Gott und sie sagen, echtes Menschenbild von der Bibel her. Ich habe das einmal so verglichen und vielleicht kritisiert, so was man da vielleicht auf der wissenschaftlichen Ebene macht. Eines von den Problemen, dass keines von diesen Modellen lösen konnte und kann, ist eigentlich Motivation. Das heißt, wie motiviere ich den Menschen, dass er zu mir kommt? Und wenn er einmal gekommen ist, dann ist es eine andere Sache. Aber nur Motivation. Zum Beispiel, dieses Problem in Medjugorje ist eigentlich nicht mehr gewesen. Die Menschen sind motiviert. Einmal kommen sie. Hier hat sich mehr Problem der Begleitung der Gruppe oder des Einzelnen, der sich bewegt, motivieren lassen, vorgestellt. Also die Begleitung. Und das hat mich ziemlich so wirklich gepackt. Wie erkläre ich die Motivation hier? Und zum Beispiel, gut, wenn die Seher sagen, wir sind die Mutter Gottes. Schön, das kann eine Motivation sein für die Menschen, vielleicht Neugier schauen.
Ja, aber wenn jemand kommt und hier die Seher sieht und nichts Besonderes in denen findet, wenn er hier auch von Infrastruktur in der Kirche... Ich muss mal ganz kurz fragen, wenn Sie sagen, die Seher haben das gesehen, aber konnten eigentlich nichts anfangen, konnten es nicht umsetzen, dann muss also das Phänomen in das, was Medjugorje heute ist, waren ja gewisse Personen notwendig, ja? Gewisse Personen, zu denen Sie gehören, zu denen Pater Joso gehören. Wie würden Sie die Kombination von Personen, ja, der Charismatiker, der Analytiker, wie würden Sie das heute beschreiben? Das Umfeld, der Rahmen, der nötig war, um dieses Phänomen wirklich zu kanalisieren? Medjugorje ist wie eine Explosion gekommen. Und natürlich musste jemand da sein, der ein wenig alles kanalisiert. Vom Berg ist alles in die Kirche gekommen. Und wir haben das angefangen, also zu transformieren in die liturgische Handlung, wo wir bereit waren, Beichten zu hören von denen, die gekommen sind, mit denen beten, Rosenkranz und dann Anbetung. Und also, ohne diese initiale Zündung durch die Seher wäre nichts gewesen. Ohne Aufnahme von der Kirche, sagen wir von uns hier, wäre ebenso kaum was geworden. Es könnte auf einer Ebene sehr Oberflächenebene bleiben oder geblieben sein, dass die Leute auf den Berg kommen, Foto machen und sich freuen, wenn auf dem Foto was finden und dann wieder kommen oder nicht, und das wäre das alles. Also es ist ein Miteinander, ohne einer oder ohne anderen könnte eigentlich nichts tun oder nicht viel tun. Haben Sie denn jemals eine übersinnliche Erscheinung gehabt? Nein, ich nicht. Ich entwickle hier so drei Komplexe. Ich bin ständig mit denen, die sehen, und ich sehe nichts. Ja? Mit denen, die hören, hier im Herzen, ich höre nichts. Und auch mit denen, die Foto machen, auf einmal so unerklärliche so Figuren zeigen und wollen, dass ich glaube, dass es dann etwas Übernatürliches ist. Ich versuche ein Foto zu machen und dann sehe ich, dass drinnen kein Film ist. Ja. Also, ich bin kein... Maria hätte mir auch erscheinen können, aber ist nicht erschienen. Ist nicht erschienen. Aber wir haben zum Beispiel jetzt von vielen Leuten gehört mit diesen Ballonen, die Geschichte. Die kennen Sie ja vielleicht, mit Tausenden von Luftballonen, die dann so eine Formation geflogen sind. Kennen Sie gar nicht? Nein. Da hat die Mutter von Witzka erzählt, die Geschichte. Am Anfang... Was glauben Sie denn? Also es gibt ja so viele Leute hier vor Ort, die schon irgendwas gesehen haben. Ja? Was ist das? Ich habe keinen Grund zu glauben, zu denken, dass die lügen zum Beispiel. Aber wenn jemand auch von den Pfarrei-Leuten oder von den Pilgern, die auch ganz ernste Zeugnisse gegeben haben, hätten was gesehen, Kreuzberg, Erscheinungsberg, bei der Sonne und so weiter. Ich lasse das immer stehen, so wie Sie sagen. Meine Frage ist nur, was das für dich bedeutet. Wenn jemand sagt, nach diesem, was ich gesehen habe, konnte ich auf einmal mich versöhnen, konnte verzeihen, konnte lieben oder spürte ein Bedürfnis, mich zu reinigen und zur Beichte gegangen, das ist gut. Das ist gut. Das andere ist vielleicht für dich als Zeichen. Jemand kann aus Angst was Gutes tun und also gut, das Gute ist gut. Angst war ein Anlass für dich. Also ich bin hier ziemlich pragmatisch. Also wenn jemand sagt, nachdem ich gesehen habe, ist es mir so passiert und ich habe den Frieden, dann also gut, bewahre deinen Frieden und danke Gott für das, was du glaubst, dass du gesehen hast. Wie gehen Sie denn persönlich mit Kritik um? Es gibt ja viel Kritik. Die einen sagen, die Franziskaner machen hier eine Kirche in der Kirche. Die anderen sagen, das ist, wissen wir selbst, was der Bischof in Mostar sagt und so. Wie gehen Sie mit der ganzen Kritik um? Das hängt von dem Tag ab. Wenn ich gut erlaubende bin, dann transformiere ich, wandle ich alle Kritik eigentlich für mich in einen, wo liebe ich ein wenig lache zum Beispiel.
Aber wenn ich diskutiere mit jemandem, der wirklich ernst ist, dann diskutiere ich. Und ich weiß, dass ich mal oft in meiner Kritik oder in Diskussion auch scharf werden kann, aber zum Beispiel diejenigen, die gesagt haben, dass Franziskaner das gemacht habe. Ja. Ich habe einem gesagt, gut, wenn es uns gelungen ist, das zu tun, und du sagst, wegen Geld, Macht, Position, Ansehen, dann sind wir Franziskaner nicht die einzige Organisation in der Welt, die Geld will und Ansehen. Ich sage dir jetzt, was du machen kannst, und ich sage dir sogar unsere Fehler, dass du in der methodologisch nichts Falsches machst. Geh nach Hause, nimm 5 von 7 Kinder, nicht 6. Sondern wenn die Leute dir sagen, ja, du imitierst mit namens Misgor nach. Finde einen anderen Titel, schönen Titel für Maria, nicht Königin des Friedens, aus demselben Grund. Trainiere die Leute, die Kinder. Eines Tages sagt, wir sehen Maria. Sie heißt so und so, sie will so und so. Da hast du Geld, Ansehen, Position, Macht. Wenn sie dich ins Gefängnis hineinsperren, wenn du, keine Angst, wenn du rauskommst, warten auf dich Berge von Geld, Berge von Ansehen. Hat niemand bis jetzt probiert. Also, ich weiß, dass viele Menschen, die Kritiken ausüben, eigentlich meistens nicht nach Medjugorje gekommen sind, sondern informiert worden sind, die von denen, die was Negatives erfahren haben. Es tut mir leid, ich weiß, dass es gab Menschen, die wirklich mit gutem Willen gekommen sind, sind nicht viele, die dann zu Kritiker, zu Gegner geworden sind. Das heißt für mich, es tut mir leid, aber diese Menschen sind gekommen eigentlich mit hohen Erwartungen, sei es an die Seher, sei es an die Pfarrei, sei es an die Franziskaner, sei es an die Pilger. Dass sie gesehen haben, dass hier doch alles zu normal ist. Und dann haben sie gesagt, die Seher sind nicht heilig, die Seher haben sich ein Haus gebaut, oder weiß ich nicht. Ja, und dann sagt er, dann ist es dann nichts. So, wenn man so mit hohen Erwartungen kommt, die man dann die anderen stellt und sich selber daraus hält, ja, dann sind solche Leute vielleicht zum Gegner geworden. Und also es tut mir leid um sie, aber ich sage immer, es tut mir leid ebenso, dass manche Leute zu viel Energie, Zeit, Papier vergeuden, indem sie gegen Medjugorje schreiben. Niemand braucht gegen Medjugorje zu sein. Warum? Medjugorje ist ein Angebot. Freies. Wenn du willst, du kannst. Wenn du nicht willst, dann musst du nicht. Und ich frage mich, warum soll jemand gegen die was haben, die kommen? Ich weiß nicht. Oder zum Beispiel irgendwo, auch von der, einmal wurde gesagt, eine Erklärung von den Triveneto-Bischöfen in Italien, entmutigen die Pilgerfahrt nach Medjugorje. Ich habe dann durch meinen Freund, der vielleicht einen Generalvikar da von einer Diözese kannte, ich habe ihn so sagen lassen, schau, ich verstehe die Leute, die Bischöfe, die Sorge um ihre Pilgerleute haben und sagen, nicht nach Medjugorje zu kommen, gehen, es ist gefährlich. Ich frage mich nur, ist Medjugorje der einzige gefährliche Ort in der Welt für ihre Gläubigen? Wenn nicht, warum nennen sie auch die anderen Orten, die gefährlich für die Moral der ihrer Gläubigen sind, für Gebetsleben und so weiter? Da ist nichts erwähnt, nur Medjugorje. Also warum? Ich wiederhole, wenn es der einzige gefährliche Ort ist, dann gut. Aber wenn es nicht der einzige ist, warum werden die anderen Orte nicht genannt? Also, wenn man diese Sache so ein wenig umdreht und dann schaut von der anderen Seite,
dann sieht man, dass das eigentlich unnötig ist. Und also niemand braucht vor Medjugorje Angst zu haben, niemand braucht sich auf Medjugorje zu ärgern. Es gibt viele Leute, die hier Frieden gefunden haben. Und zur gleichen Zeit, wo jemand hier zum Fasten kommt, zum Gebet, zur Beichte, zum inneren Frieden, wird angegriffen. Und dort, wo die Jugendlichen gehen, wo sicherlich Zerstörung kommt oder ganz tiefe Versuchungen von Drogen, das wird verschwiegen. Also wenn jemand wirklich für Freiheit und Frieden und gut für das Gute der Menschen kämpfen will, dann muss er wirklich gegen alles gehen, nur nicht nur gegen Medjugorje. Deswegen schade um die Zeit und die Kraft und die Energien, die sie gegen Medjugorje gespendet haben. Sie haben gerade über die Seher gesprochen, dass da keine Freundschaften entstanden sind, keine dichte Gruppe. Ja. Wie ist es denn jetzt so bei Ihnen mit Freundschaften? Sind zwischen Ihnen Freundschaften entstanden mit den Sehern oder mit jetzt Pater Jose oder so? Wie ist es denn bei Ihnen mit persönlichen Freundschaften? Es ist mehr so Arbeitsklima. Zum Beispiel Maria bringt die Botschaft. Es ist ein Vertrauensklima und soweit es geht, wir besuchen uns aber wirklich sehr, sehr, sehr selten. Weil einfach die haben ihre Familien, haben hier die Arbeit, aber so ein Verhältnis, das fast nicht erlaubt ist, ja. Im Sinne von wenig, ja. Wir müssten eigentlich mehr kontaktieren. Aber das ist für die Kritiker dann noch eine gute Sache. Weil zum Beispiel, dass ein Journalist, oder nicht viele, die mit uns allen gesprochen haben, haben uns beschuldigt zur Manipulation. Weil keiner von uns ist gegangen mit einem Journalisten dort, besonders am Anfang, zu schauen, was der Seher sagt. Dann geh und sprich mit ihm. Und wenn jemand glaubt, dass wir so stark sind und die Kinder so stark sind, dass man nie abkommt, das wäre zu viel. Besonders wenn man die Kinder kennt. Ja. So, deswegen ist es auch eine gute Situation, dass niemand uns vorwerfen kann, der die Situation kennt, dass wir wirklich die Seher sozusagen unter unserer Lupe halten. Absolut nicht. Ist Maria Pavlovic die wichtigste Seherin? Nein. Es gibt keinen wichtigeren. Jeder hat seine Rolle, jeder hat seine Aufgabe. Jeder lebt diese Gabe, sagen wir so, auf seine Weise. Und Vergleiche zu ziehen unter den Sehern ist auch nicht, glaube ich, notwendig und nicht. Ja, nur durch die Botschaft, eben, ja. Dass sie halt die Überbringerin der Botschaft ist. Ja gut, aber die anderen Weise. Wie ist Ihre persönliche Einschätzung? Wer wird als nächstes das 10. Geheimnis erhalten? Keine Idee? Nein. Da ist absolut ohne. Es gibt keine Kriterien hier, dass man sagen kann, gut, so, dass dies und dies geschieht, also es könnte bald sein. Das ist eine unglaubliche Gerüchteküche. Ne? Es gibt ja wahnsinnig viele Gerüchte und jeder hat irgendeine Meinung. Und die Leute bilden sich Meinungen, viele kommen mit eigener Meinung und nur bestätigt zu sein in Medjugorje von dem, was sie von irgendetwas anderem halten. Und dass die Leute, ich habe mal so, ich hätte mich auch oft ärgern können über die Gerüchte und so weiter, wie sie gekocht werden. Ich habe gesagt, na, es ist interessant, nie hat jemand ein Gerücht gemacht, dass Maria 4 Rosenkränze zum Beispiel pro Tag verlangt. Und niemand hat ein Gerücht gemacht, dass Maria 3 Tage fasten will. Aber so, solche leichte Geschichten, dann entweder erdenken sie sich oder hören was halb und dann
Ja, aber das sind dann mehr oder weniger. Ich habe gelesen, dass Witzka ins Kloster gehen will, dann habe ich sie selber gefragt, hat sie gesagt, nee, das will sie gar nicht und so. Also es gibt, man liest ja auch viel und sehr viel Unterschiedliches und so. Na, wie auch immer. Jetzt wollte ich Sie nochmal fragen, wie schätzen Sie denn so Pater Joso ein, seine Rolle, ne? Also das Charismatische, seine Auftritte. Wie sehen Sie das als eher Rationalist, als Pragmatiker? Wie sehen Sie? Er ist Zeuge geworden. Und das kann ihm niemand abnehmen. Und ihn kann niemand ersetzen. Er ist auf diese Weise durch sein Gefängnis, weil er der Pfarrer da war, ist er diese Figur geworden, sicherlich. So, und er ist sehr fleißig, sehr fromm. Einige Sachen zum Beispiel von den Charismatischen, zum Beispiel diese, manchmal so diese Ruhe im Geist und so weiter, würde ich nicht auf diese Weise machen. Weil es gibt oft Leute, die unvorbereitet sind und auf einmal geschockt werden. Und dann kommen hier und fragen, was ist das? Und, aber das ist ein Charisma und aber von mir her würde ich nie publik so machen. Weder diese Befreiungsgebete, also sogenannte Teufelsaustreibungen oder Befreiungsdienst noch diese Sache. Aber wenn er es macht, ich habe eigentlich nichts dagegen. Ne? Haben Sie schon mal erlebt, dass Sie Leute gesegnet haben und dass die dann umgefallen sind? Nein, bei mir geschieht das nicht. Ich bete nur mit allen, später einzeln. Nein. Weil da man muss aufpassen, wenn man zu leicht den Segen gibt, dem Priester kostet es nichts, ja, dann kann es passieren, dass die Leute eher so Richtung Magie laufen. Ich bin gesegnet, ich habe einen gesegneten Gegenstand, ich bin beschützt. Und deswegen sage ich, der den Segen will, dann muss man in die Kirche kommen, 3 Stunden mit uns beten, nach der Messe wird mir Kreuz gesegnet, mit Wasser, dann bei der Anbetung mit Allerheiligsten bleiben. So, diejenigen, die hinter mir herlaufen, da in der Kirche, vor der Kirche, die werden sehr oft enttäuscht, weil ich das nicht tue. Und ich frage oft in meinen, sage oft in meinen Vorträgen, also, ich erzähle eine kleine Geschichte, aber dass die Leute leichter verstehen. Wir waren einmal eine Gruppe und wir haben was gearbeitet und beendet und getrunken und gegessen. Auf einmal habe ich gesehen, dass der Fahrer öfter zum Glas greift. Ich habe ihm dann gesagt, ja, pass auf, du fährst. Ich habe dann schon gesehen, dass er zu spät war. Er sagt, ja, hab keine Angst, ich habe in meinem Auto habe ich eine schöne Statue von Heiligen Antonius. Ja. Haben sie gesagt, ich weiß, aber in dieser schönen Statue kannst du einen schönen Unfall bauen. Ne? Die Statue ist dort, um dir zu sagen, nicht zu trinken. Nicht, wenn du getrunken hast, ich werde an deiner Stadt fahren. Das ist der Unterschied vom Segen. Ich bitte um den Segen, dass ich lieben kann, zum Beispiel. So sollte man sein. Dass ich verzeihen kann. Nicht um den Segen, dass ich beschützt werde und mache, was ich will. Ja. Dass man die Absolution nicht im Vorhinein kriegen kann. Durch no, zum Beispiel, ja. Wie würden Sie denn die Doppelrolle beschreiben? Einerseits, in der Sie sich befinden, einerseits als Geistlicher, andererseits ja auch irgendwie als Manager. Ja, ich meine, da geht es ja auch um viele Millionen, die hier bewegt werden, um große Projekte, die Sie machen, haben wir ja gesehen, ne, die finanziert werden müssen. Wie ist diese Doppelrolle? Ich sehe das nicht als Doppelrolle eigentlich. Die Caritas-Werke, also humanitäre Arbeit, ist aus diesem herausgewachsen. Und zum Beispiel, es gibt Leute, die sagen natürlich, dass die Antwort
in der auf der Ebene des Humanen, also des Humanitarischen, muss kommen, sonst wäre irgendwo was fehlen. Ich habe das aber nicht so gedacht. Wir müssen was tun, damit unser Gebet so angenommen wird oder bestätigt wird, dass uns geglaubt werden kann. Sondern einfach, es ist so entstanden. Ich hätte nie vorgestellt, dass ich mich um die Waisenkinder zum Beispiel kümmere. Aber eines Tages im Krieg gab es 15 Kinder hier, hatte nichts und niemanden. Da haben die Schwestern sie angenommen. Ich war an der Tür, zufällig. Und ich bin dann hineingerutscht. Wenn ein anderer da gewesen wäre an der Tür damals, vielleicht wäre er das. Aber jetzt, im Nachhinein, sieht man da, es ist normal, wenn Maria Mutter ist und sie ist Mutter, dann kann sie nicht nur zum Gebet aufrufen oder zum Fasten, sondern durch das Gebet und Fasten vielleicht Einstellungen, Verhältnisse zu verändern und dann schauen, was da kommt. Und da ist gekommen, wie ein weises Kind. Ja. Pater Joso macht was Ähnliches auch. Es ist tief verbunden und deswegen sehe ich nicht das als Doppel, sondern etwas, was außer eines aus dem anderen kommt, ja.